trying so hard. I've been diving so deep to reach your heart, my baby, my sweet. Tür auf ist der Titel für ein besonderes Projekt im Landesmuseum Oldenburg. 13 Frauen aus 9 unterschiedlichen Herkunftsländern haben das Oldenburger Schloss als Ort der Begegnung und des Austauschs erfahren. Hallo, das ist Susanne Ahmad-Goyen. Mein Name ist Lilo Chassolame. Ich war schon Sachsalonierend für Oldenburg. Hallo, guten Tag, hier ist Susanne Ahmad-Goyen. Ich komme ursprünglich aus dem Iran und seit April 2000 bin ich hier in Deutschland und ich denke, 9 Jahre bin ich hier. Susanne erzählt die Geschichte von einem Jungen aus Somalia, der auf der Flucht ist. Dieser Junge macht seine Tür auf und lädt die anderen ein, um ihnen seine Geschichte zu erzählen. Auf seinem Weg begreift er, dass wo du lebst und so viele Angebote gibst, trotzdem, das ist dein Leben. Das ist wichtig. Ist dein Leben, dann mach Tür auf, geh rein. Agnes stellt in ihrem Werk 2 Frauen vor. Die eine steht in Verbindung zum Oldenburger Schloss. Es ist die Frau von Graf Anton Günther, Gräfin Sophia Katharina. Die andere Frau ist Philippiner, ebenso wie Agnes selbst, und trägt eine konservative philippinische Tracht. Beide Frauen empfindet Agnes als starke Frauen. Natalia hat in einem Porträt des Prinzen Peter von Oldenburg mehr gesehen, als abgebildet war. Ich möchte in diese Junge in eine andere Seite gucken. Nicht nur wie Prinz oder wie Person, kann man sagen, ja, aber wie als Mensch etwa. Deshalb hat Natalia das Gemälde erweitert und dem Prinzen ein Spielzeug in die Hand gegeben. So will sie zeigen, dass der junge Prinz auch nur ein Kind war, das mit seinem Spielzeug spielen wollte. Was er möchte, diese Junge? Ja, bestimmt, er möchte nicht ruhig sitzen und nur gucken und warten, wie lange das dauert, diese Bemalte. Ja? Und ich möchte zeigen, dass dieses Kind hat früher auch Spielzeuge gehabt und er hat früher wie normale Kinder sich zeigen. Eine Verbindung zwischen all dem herstellen, das nicht zerstört werden kann. Das möchte Hatice aus der Türkei mit einem ihrer Werke zum Ausdruck bringen. Es ist ein Puppenhaus, das sie mit Gedanken an ihre Kindheit, ihr Land und ihre Tochter gestaltet hat. Zusätzlich zu dem Puppenhaus hat Hatice noch ein Gemälde in Kombination mit Collage entwickelt. Sie stellt den Oldenburger Grafen Anton Günther neben dem türkischen Veit Sultan Mehmet. Eine Tür lädt mich ein, die andere Tür hält mich fern. Türen erzählen Geschichten, sie verbinden Kulturen, Welten und Menschen. Das sind die Gedanken, die sich Mariam aus dem Iran zum Projekt Tür aufmacht. Sie möchte die Tür als Symbol für Offenheit, Einladung, Geschichte und Charakter darstellen. Dazu hat sie ein Fotoalbum gestaltet, das verschiedene Türen im Schloss im Vergleich zu besonderen Türen im Iran zeigt. Mein Name ist Milanka Jordanova. Ich komme aus Bulgarien und ich lebe in Deutschland seit 90ern. Milanka begeisterte sich für das Porträt Die Tänzerin Saharet von Franz von Stuck, da für sie der Tanz und die Musik eine Verbindung zu ihrer Heimat darstellen. Ja, das ist, wie gesagt, toll gefallen und ich habe Verbindung zu meiner Kultur, bulgarische Kultur, mit folklorische Elemente verbunden. Masumi kommt aus dem Iran und lebt seit 23 Jahren in Deutschland. Während der Workshop-Phase hat sie 3 Objekte gestaltet. Eine Leinwandmalerei einer Wüste mit Palmen, Datteln und Kamelen spiegelt ihre Kindheit wider. In einen Objektkasten legte Masumi einige traditionelle Dinge aus ihrer Heimat, wie zum Beispiel eine Puppe im traditionellen Gewand, eine Wasserpfeife und eine alte Kaffeetasse. Ihr drittes und letztes Objekt ist ein Webrahmen, auf dem sie mit Stoffen ein Boot abgebildet hat. Boote gehören in Masumis Heimat zum Alltag. Hallo, mein Pavel Daoud Shamo. Ich bin aus Almanien,
وشغلي كبير فرايد كما في شغل كان نعم شي فاما تمارا وأوي أنا في شغل أجمع رديد في بنانا غير ما تعرفي. Pavin hat im Schloss das Hochzeitskleid und ein Porträt der Cäcilie von Oldenburg entdeckt. Dadurch hat sie sich an ein Festtagskleid ihrer Oma erinnert gefühlt. In ihrem Objektkasten hat sie ein Foto ihrer Großmutter gelegt und das Kleid in Miniatur nachgenäht. Für Nino aus Georgien war das Schloss besonders deshalb ein so interessanter Ort, da sie erkennen konnte, wie sich die Funktion des Gebäudes im Laufe der Zeit verändert hat. Früher noch ein privater Ort, so lädt das Schloss heute ein, sich mit Kunst zu beschäftigen und selber kreativ zu werden. Und so ist auch Nino kreativ geworden. Besonders wichtig bei ihren Werken ist ihr, dass alles, was sie erschafft, direkt oder indirekt mit ihrer Heimat zu tun hat. Denn dort hat die erste Hälfte ihres Lebens und ihrer persönlichen Entwicklung stattgefunden und sie nachhaltig geprägt. Amal aus dem Libanon hat auf dem Rundgang durch das Oldenburger Schloss vieles entdeckt, das sie mit ihrer Heimat in Verbindung bringen konnte. Zunächst ein Spielzeug, das sie an ihre Schwester erinnerte. Von ihr hat Amal als kleines Kind eine Puppe geschenkt bekommen, die sie noch heute besitzt. Auch das Schloss an sich hat sie an jemanden aus ihrer Heimat erinnert, dessen Traum es war, ein Schloss zu errichten. In ihrem Objektkasten hat Amal schließlich die Bibel, den Koran, einen Gebetsteppich und ein Kreuz hineingelegt, um eine Verbindung der Religionen darzustellen. Bonjour, je m'appelle Samira Chichetli. Je suis marocaine et je suis en Oldenburg. Cela fait 12 ans. Je travaille comme Elternbegleiterin ici à Oldenburg. Wenn ich hier erstmal die Räume hier gesehen, ich habe die Türen sehr schön gefunden. Und weil ihr diese Türen so gut gefallen haben, hat Samira das Projekt Tür auf ganz besonders wörtlich genommen. Ich habe 3 Türen gemacht. Eine Tür kann man diese Tür aufmachen und was es in echt ist. Und zweite Tür habe ich ein Bild gemacht, wo 2 Frauen da hinter dieser Tür sind und tanzen. Dieses Foto steht hier schon im Schloss. Und das dritte Bild, dritte Tür. Da ist ein Spiegel, das kann man selber sich sehen. Aber nur was man hinter dieser Tür möchte sehen. Für Amal aus dem Irak ist besonders der Objektkasten, den sie in der Workshop-Phase gestaltet hat, von großer Bedeutung. In ihn hat sie etwas von ihrem Vater gelegt. Es ist eine handgefertigte, mit Perlen bestickte Dose aus dem Jahr 1959. Zusätzlich hat Amal ein Tuch mit den Farben vom Krieg, also rot, orange und dunkelgrün gestaltet, mit dem sie vermitteln möchte, dass man auch zu Zeiten von Krieg immer positiv denken und leben soll. Fatia hat unter anderem ein Acrylgemälde gestaltet, dem sie den Titel Marokkanische Wüste gibt. Es zeigt die Sahara und Kamele, so wie es Fatia aus ihrer Heimat Marokko kennt. Bei dem anfänglichen Rundgang durch das Oldenburger Schloss hat sie einen Wandteppich entdeckt, den sie als Inspiration für ihr Gemälde nutzte.